Ich heiße Nina. Das tut mir leid, dass ich heute hier so rumgeschrien habe und mich so aufgeregt habe. Es tut mir auch leid, dass ich mit den Polizisten so aneinander geraten bin. Irgendwann liegen die Nerven einfach blank und ich habe so ein krasses Gefühl von, dass das alles falsch ist und dass das so verkehrt ist, dass sich da solche Polizisten uniformiert vor mir aufbauen und mich zu irgendwas zwingen, obwohl ich ein freier Mensch bin und sie beschneiden mich in meiner Freiheit und ich kann das nicht ertragen. Und da ist dann halt irgendwann eine Grenze erreicht und wenn dann da drei große Männer vor mir stehen oder vier oder einer an mir rumzuppelt, ich habe da so ein krasses Ungerechtigkeitsbewusstsein, dass ich dann laut werde, weil ich mich nicht mehr wehren kann. Hört mir keiner zu und dann schreie ich irgendwann. Und ich habe auch irgendwie überhaupt mal rausgeschrien, wie krass das alles ist, wie absurd und grotesk das ist. Wir stehen hier und demonstrieren gegen die Maskenpflicht und die ganze Zeit werden wir bedrängt, dass wir diese Masken aufziehen sollen. Wir haben ja hier noch nicht mal irgendwelche Corona-Fälle und nix, ne? Und es sind ja auch nicht unsere einheimischen Polizisten. Dann werden dann schon Polizisten von ganz woanders geholt, die hier niemand kennt, die unkenntlich sind. Das ist einfach kein menschliches Beisammensein. Das ist so krass. Und ich wünsche mir, dass wir hier alle in nicht allzu ferner Zukunft stehen können, maskenfrei, voller Liebe und Glück, uns umarmen, schöne Musik hören, tanzen, uns freuen und uns alle gern haben und dass dieser Wahnsinn ein Ende hat. Dankeschön.